Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Ich bin's, der Kahn, und heute geht es weiter mit Lego Ninjago Wukru. Wir haben letztens den Lloyd gefunden und heute, oder in den nächsten Teilen, da müssen wir Kai und Jay finden im Nordosten der T-Farm. Deswegen gehen wir am besten mal in den Nordosten. Hier auf der Karte können wir ja sehen, wo sich Kai und Jay befinden. Und wir können unsere Wukru, glaube ich, jetzt vergrößern. Und zwar mit dem Cole, den wir letztens gefunden haben. Sehr gut. Das hilft uns schon mal sehr. Wir gehen zurück zur Karte. Und dann geht es los mit der nächsten Mission. Das ist unser eigener Ninja, Leute. Unser Ero. Unser Khan-San. So. Oh, heute mal im Dschungel, habe ich das Gefühl. Ist hier unten irgendwas? Nope. Lego Ninjago Wukru. Sehr cooles Spiel. Okay. Da habe ich ein paar Leute auf mich aufmerksam gemacht. Geh vielleicht mal unten nach unten. Oh. Zack. Tarnung. Sage ich dazu nur. Dich erwischen wir auch, mein Lieber. Yes. Und dich auch. So, dann gehen wir mal hier in diese Richtung. Versteck dich mal da. So, und dann Angriff. Yes, sehr gut. Wir sind jedem offenen Gefecht gerade aus dem Weg gegangen. Hier gibt es einen Schlüssel, den wir gleich auf jeden Fall benötigen werden. Und hier haben wir wieder eine Truhe geöffnet. So, wir müssen hier runter und machen den Typen hier mal schön fertig. Warum die Ninjagos hier alle verschwunden sind, aufgrund dieser dunklen Materie, die können wir sehen, seht ihr diese Kristalle, Leute, die müssen wir hier Level für Level zerstören. Machen wir auch. So, die Explosion hat auch den nächsten Gegner kaputt gemacht, sagen wir mal so. So, das war die dritte Kiste in dieser, ja, Level-Abteil oder Level-Sequenz. So, gehen wir nach oben, machen die nächste dunkle Materie kaputt. Zack. Und durch die Explosion ist auch der nächste. So, wie sieht denn unser Cole eigentlich aus? Ja, wir können hier die ganze Zeit hin und her wechseln. Nee, ich bleibe aber erstmal bei unserem Ninja. Nur wenn dieser stirbt, dann... So, das erste offene Gefecht und der erste Kampf. So, durch das Portal kommen wir dann die nächste Stage, würde ich sagen, dieses Levels. Mal gucken, ob wir heute Kai oder Jay finden werden. Falls nicht, geht es selbstverständlich in den nächsten Teilen weiter, Leute. Und wenn ihr Ideen habt für weitere Spiele, sagt doch einfach Bescheid. So, es sieht relativ ähnlich aus. Oh, da sind Minen. Ich sehe einen Schlüssel. Ah, da hinten. Der Hebel ist für da hinten. Aber vielleicht besiegen wir erstmal diesen Gegner. So. Schnell durch die Tür, Mensch. So, sehr gut. Los, mach ich fertig. Yes. Auf dem Haus gibt es auch was zu tun. Zack. Ah, und ich glaube, das bekommt nur der Zane hin. Diesen Kristall. Das ist so ein Eiskristall. Ja, sehr gut. Unserer hat die Spezialfähigkeit Feuer, die wir, ich merke, bisher noch gar nicht angewendet haben. Ich glaube, das sollten wir mal versuchen. Stimmt, wir haben es bisher noch kein einziges Mal gebraucht. Da oben gibt es nichts. Hier sind ein paar. Ist auf jeden Fall eine Truhe. Alles klar. So, vielleicht mal jetzt. Da sehen wir Spinjitzu. Zack. Zack. Keine... Oh, nein, den haben wir nicht erwischt. So. Kommen wir hier denn durch? Yes, wir kommen hier durch. Können weiter Gold einsammeln und natürlich auch unsere Truhe. Das war aber Truhe 2 von 3. Normalerweise muss es doch noch irgendwo eine geben.
Hier oben vielleicht? Nein. Gut, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht hier unten habe ich hier was übersehen. Nein. Hier. Nope. Also das war unsere Elementareigenschaft Feuer, Spinjitzu. Den Schlüssel haben wir hier. So, aber den Kristall, den müssen wir hier wegbekommen. Sehr gut. So. Angekommen in der letzten Stage hier. So, sehr gut. Oh, ich sehe wieder einen Schlüssel, den wir gleich auf jeden Fall benötigen werden. Nein, das war nur nichts. Mensch. Jetzt aber. Okay, wir haben hier dreimal dunkle Materie oder dunkle Materie-Kristalle. Darauf muss ich aufpassen. Ich darf jetzt nicht... Los, mach ihn fertig. Nein. Jetzt aber. Yes! So, erstmal die dunkle Materie hier kaputt machen. So, Schlüssel haben wir auch. Oh, und da sehe ich eine ganz große dunkle Materie, aber es muss hier noch irgendwo noch eine kleine sein. Yes! So, hier gibt es noch was zu tun. So, hier gibt es noch ein bisschen Gold. Springt aber so cool in die Gebüsche hier. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. So, hier ist noch eine Truhe. Fertig. Yes. Ich sehe da oben noch eine Truhe. Nein. Geh weg. Ich will die letzte Truhe noch. Gut. Wir haben wieder viel gesammelt. Und diese Punkte können wir in Fähigkeiten investieren, Leute. Unserer Ninjas. Haben wir alles erreicht? Nein, es fehlt schon wieder eine Kiste. Aber wo war die denn, Mensch? Unser Ninja ist jetzt schon Level 6. Wird vielleicht auch Level 7 erreichen. Ja, ich glaube eher nicht, oder? Ich glaube ganz, ganz knapp. Wow, wirklich knapp. Level 7 mittlerweile. So, und das können wir jetzt alles wieder in unseren... Das Level Up können wir in unseren Ninja... investieren. Fähigkeiten. Was braucht er denn? Vielleicht ein bisschen mehr Leben. Yes. So, das hätten wir jetzt auch. Dann geht es beim nächsten Mal, Leute, mit der nächsten Folge weiter. Wir müssen Kai oder Kay und Jay finden. Ne? Oh, ich habe hier, glaube ich, was vergessen. Was denn? Nö. Eigentlich nichts. Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Seid auf jeden Fall auch dabei, wenn es wieder heißt Lego Ninjago Wukru. Und wenn euch das Video gefällt, gerne Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Aber trotzdem Abo da lassen, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!